Zum ersten Mal sind 2019 auch Hersteller additiver Fertigungsverfahren auf der EMO Hannover. Ob Metall oder Kunststoff, 3D-Drucker können heute aus verschiedensten Werkstoffen dreidimensionale Gegenstände fertigen. Grundsätzlich ist es so, dass wir fast in jedem Industriezweig, den es irgendwie gibt, irgendwo vertreten sind. Ob es im Medizinbereich ist, ob es eine Luft- und Raumfahrt ist, im Motorsport, in der Automobilindustrie. Jeder Industriezweig hat irgendwie die Möglichkeiten entdeckt für sich, mit unserem Verfahren Teile herzustellen, die für ihn mit normalen Fertigungsverfahren nicht möglich waren. 3D-Druck ist zu einer wichtigen Fertigungstechnologie geworden. Auch Teile, die früher aus Metall bestanden, können heute teilweise mit 3D-gedruckten Kunststoffteilen ersetzt werden. In manchen Bereichen kommt es darauf an, dass diese Teile leichter sind. In anderen Teilen geht es einfach darum, dass die Stabilität ausreicht und die Teile sehr komplex sind von der Geometrie und einfach sehr teuer zu fertigen wären im Metall. Additive Fertigungstechnik erlaubt grenzenlose Designfreiheit bei diversen Werkstoffen. Teile, die bisher nur mit spezifischen Werkzeugen und aus vielen Einzelteilen angefertigt werden konnten, können jetzt einfach in einem Stück gedruckt werden. So entstehen zum Beispiel Metallkonstruktionen mit innenliegenden Hohlräumen, die mit keiner anderen Fertigungstechnik herzustellen wären. Und diese Teile gehen schon in Serie. Wir sind bei Bugatti tatsächlich die Ersten, die mit einer solchen Sache in Serie gegangen sind. Das heißt, wir haben das erste Metallbauteil, was generativ gefertigt ist mittels Laserstrahlschmelzens mit einer integrierten Funktion. Das ist eine kleine Kühlkonsole und die ist für unsere Kunden tatsächlich seit dem ersten Chiron fest verbaut, die dafür sorgt, dass das Auto überhaupt funktioniert, weil es eine Temperatur auf einem Weg von nur 10 mm um 40 Grad runterkühlt. Nach dem Motorträger soll in naher Zukunft auch dieser Bremssattel aus Titan in Serie gehen. Auf der EMO Hannover stellen Unternehmen innovative Bearbeitungs- und Fertigungsverfahren aus, die der Metallbearbeitungsbranche ganz neue Möglichkeiten bieten. Es ist eine ganze Prozesskette. Und was hier der Veranstalter organisiert hat, ist, dass alle die für diese Prozesskette nötig sind, auch hier sind. Das bedeutet, wenn wir hier Kunden haben, die mit dieser Technologie starten wollen, kann man hier auf diesem 3D-Bereich alle die notwendigen Partner finden, die man braucht, um das System, diese neue Art der Produktion einzusetzen. In Halle 9 auf der EMO Hannover präsentieren Hersteller aller additiven Fertigungsverfahren ihr Potenzial. Ein Besuch lohnt sich.